Ubisoft-Spiele verschwinden von Steam. The Witcher 3 verschenkt alle seine DLCs und Freitag der 13. als cooles Koop-Spiel. Hossa Internet, der Name des neuen Star Wars-Films ist The Force Awakens und das sind heute die News. Mysteriöserweise sind aktuell alle zukünftigen Ubisoft-Spiele von Steam verschwunden. Wenn man jetzt momentan nach Assassin's Creed Unity, Far Cry 4 oder The Crew sucht, dann findet man da bei Steam gar nichts. Warum das so ist, ist momentan noch vollkommen unklar. Es gibt nur ein Statement von einem Ubisoft-Sprecher gegenüber der Webseite PC Games N, der erklärt, dass Assassin's Creed Unity derzeit von Großbritannien aus nicht in Steam verfügbar ist, man deswegen aber schon mit Steam und Valve in Gesprächen stehen würde. Und wenn man sich für das Spiel interessiert, könne man es nach wie vor im Handel oder auf Uplay vorbestellen. Mysteriös ist daran auch, dass die ganzen alten Ubisoft-Spiele, also zum Beispiel die gesamte Assassin's Creed-Reihe, nach wie vor noch in Steam verfügbar sind. Ich würde sagen, für einen simplen technischen Defekt ist das schon ein zu großer Zufall, dass es ausgerechnet alle zukünftigen Ubisoft-Spiele erwischt hat. Gut möglich also, dass wir jetzt so ein ähnliches Szenario erleben, wie es damals auch beim Auszug der EA-Spiele passiert ist. Die haben nämlich dann, als sie von Steam abgezogen sind, etwas Ähnliches gemacht und dann gab es die nur noch auf Origin. CD Projekt Red übertrifft sich mal wieder in Sachen Kundenfreundlichkeit und langsam wird's richtig ekelhaft freundlich, denn für The Witcher 3 soll es insgesamt 16 DLC-Pakete geben, die alle komplett kostenlos sind. Das hat der Entwickler jetzt auf seiner offiziellen Website in einem offenen Brief angekündigt. Los geht's ab dem 25. Februar, also einen Tag nach Release. Da soll es dann das Temerian Armor und das Bärte- und Frisuren-Pack geben. Und dann soll alle 14 Tage zwei weitere DLCs komplett kostenlos veröffentlicht werden. Man braucht außerdem keine komplette Collectors oder Special Edition vom Spiel zu kaufen. Man kann einfach eine ganz normale Witcher 3 Edition kaufen, muss die auch nicht vorbestellt haben und bekommt trotzdem all diese 16 Pakete. Last Year heißt ein neu angekündigtes Horrorspiel und das ist in etwa so wie Freitag der 13. als Spiel. Es funktioniert so ähnlich wie Evolve, 5 gegen einen, 5 Klischee-Highschool-Schüler gegen einen übernatürlichen Serienmörder. Die 5 Highschool-Schüler sind alle unterschiedliche Charakterklassen. Da gibt es zum Beispiel den Sportler, der besonders gut rumhauen kann und den Nerd, der tolle Basteleien machen kann. Und natürlich den Serienmörder. Die Highschool-Schüler starten zu Beginn einer Partie irgendwo auf dieser Karte verteilt und müssen sich komplett ohne Waffen und Ressourcen erstmal zueinander finden und dann erstmal versuchen, irgendwelche Waffen aufzutreiben. Der Killer wiederum ist so ein bisschen wie Left 4 Dead oder Evolve, kann durch Wände sehen, kann sich total schnell bewegen und kann was ganz Besonderes, wenn er nämlich nicht gesehen wird, kann er despawnen, das heißt, er wird dann unsichtbar und kann sich rasend schnell an einen anderen Punkt auf der Karte bewegen und so für jede Menge Jumpscares sorgen. Aktuell ist dazu eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die läuft noch 41 Tage und die wollen 50.000 kanadische Dollar dafür haben. Wenn ihr euch also dafür interessiert, dann schaut doch mal auf der Kickstarter-Seite vorbei. The one who dies first is up to you. Das war's für diese Woche mit den News. Bevor ich euch jetzt aber ins Wochenende entlasse, noch ein Hinweis. Heute ist ja der 7. November und damit N7 Day, also der Mass Effect Feiertag. Und BioWare hat aus dem Grund für heute Abend einen besonderen Livestream angekündigt. Es wäre also sehr gut möglich, dass heute Abend erste Infos zum neuen Mass Effect 4 bekannt gegeben werden. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal in diesem Stream vorbei. Ansonsten euch jetzt ein schönes Wochenende und bis Montag weiterspielen.